Wenn der Kabarettist Frank Markus Barwasser alias Erwin Pell sich die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer gewinnen möchte, spricht er sein berühmtes fränkisches Aufgemerkt und schon hat er die Zuhörer und Lacher auf seiner Seite. Ein ungeschriebenes und doch hörbares Aufgemerkt setzt auch der Evangelist Johannes über die ersten Sätze des Evangeliums vom dritten Adventssonntag, wenn er schreibt vom Täufer. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben gelangen. Er kam als Zeuge. Pflicht eines Zeugen ist ein wahrheitsgemäßes Zeugnis. Und genau das tut der Täufer, indem er die Menschen auf das Licht schlechthin, auf den kommenden Messias verweist. Seinen Jüngern sagt er, die Zeit jahrhundertelanger Wartens ist vorbei. Die Zeit seines Kommens ist jetzt reif, es steht unmittelbar bevor. Dafür legt Johannes seine Hand ins Feuer. Heute Zeuge sein, ist das nicht Aufgabe der Bischöfe, Priester, Diakonen und Hauptamtlichen? In der Tat, dem ist so. Doch Zeuge sein beschränkt sich nicht auf den kirchlichen Inner Circle. Zeuge sein ist aller Christen Aufgabe. So lange haben wir das Zeugnis geben in der Kirche Europas nur dem Klerus zugewiesen. Die Versandung des Glaubens in unserer Region erinnert uns wieder an die Sendung aller Christen. Mit all unserem tun und denken, mit unserer ganzen Lebenshaltung sollen wir in Wort und Tat bekennen, Gott existiert. Ist das nicht für einen gewöhnlichen Christen viel zu kompliziert? Nein, kompliziert ist das wahrlich nicht. Papst Paul VI sagte schon vor 42 Jahren, Zeugnis geben will die Menschen auf direkte und einfache Weise auf Gott verweisen. Das ist eigentlich Evangelisierung. Dazu bedarf es nicht unbedingt kluger Worte, auch keines Studiums, sondern einer klar erkennbaren christlichen Grundhaltung. Der heutige Mensch, so sagt Paul VI, hört lieber auf Zeugen, als auf Gelehrte. Und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben gelangen. Zeugnis für Gott geben, kann ich das, so werden sie ängstlich fragen? Ich sag's mal so. Ich bin mir sicher, dass nicht wenige von ihnen schon einmal eine ganz konkrete Gotteserfahrung gemacht, dass sie gespürt haben, wie in einem entscheidenden Augenblick ihres Lebens, ja, eine höhere Macht am Werk war. Sie haben etwas erlebt, was sie nicht recht in Worte fassen können, was sie schon gar nicht erklären können. Und das Erlebte hat in ihnen lange nachgeklungen, vielleicht sogar ihr Leben verändert. Wir dürfen wohl sagen, sie haben Gott hautnahe erfahren. Schauen Sie doch heute am dritten Advent einmal achtsam auf Ihre eigene Lebensgeschichte. Gab es da nicht zumindest einen Moment, in dem sich Ihnen Gott gezeigt und Sie mit seiner ganzen Liebe überschüttet hat? Wenn ja, dann erzählen Sie anderen davon. Unaufdringlich, bescheiden und glaubwürdig. Aufgrund meiner eigenen Erfahrung darf ich dankbar bezeugen, Gott existiert. Ich bin ihm begegnet.